War dein Date mit Luca nicht eigentlich gestern? Nein, ich habe das Date gestern total vergessen. Deswegen haben wir abgemacht, dass ich dich heute abhole, damit wir nicht die letzte Vorstellung verpassen. Genau, ich lass mir doch nicht die letzte Vorstellung entgehen von... der Sache, die wir uns bei der Vorführung ansehen. Ich glaub's nicht, dass sie ihn wieder zeigen. Er war schon albern, als er vor 15 Jahren rauskam. Er kann jetzt nicht besser sein. Oh, Schätzchen, das war sein erster Film. Denk mal an dein erstes Baguette, das war auch ziemlich schlecht. Der Film ist nicht sehr anspruchsvoll, aber Marinette und ich wollten ihn uns unbedingt zusammen ansehen. Oh, ich weiß, wir gucken Crocodile Heart, Jagged Stones ersten Film. Hattest du es vergessen? Nein, natürlich nicht. Und ich habe gerade auch keine Notfälle zu erledigen. Also komm schon, lass uns gehen. Du bist? Ist es, du bist das Popcorn meines Lebens? Nein, es war der Donut meines Lebens. Natürlich, der Donut veröffentlicht auf dem Kandierter Apfelalbum seine Essensphase. 2 Punkte für dich. 2 Orangensäfte, bitte. Dankeschön. Ich habe noch einen. Ich habe alles aufgegeben. Außer meine Träume. Sehr gut. Noch ein Punkt für dich. Ich habe einen. Meine Gitarre? Ist meine Familie. Vom Allein-Unterwegs-Live-Konzert. Ich liebe diesen Song. Wow, 20 Punkte zu 12. Luca Coffin, du bist offiziell Jagged Stones größter Fan. Und, du hast deinen Preis gewonnen. Wow. Jagged war vor ein paar Tagen in der Bäckerei und da habe ich ihn gebeten, es zu signieren. Die Regeln sind klar. Durch dieses Geschenk gibt's eine zweite Runde. Im Mondschein nur du und ich. Im Mondschein nur du und ich. Oh, es liegt mir auf der Zunge. Ich weiß, das war sein erster Song. Im Mondschein nur du und ich. Küss mich! Okay, ich meine, wenn du das möchtest? Ich denke schon. Ja, ich möchte. Was war das? Bestimmt nur die U-Bahn, die unter dem Kino langfährt. Weißt du, ich habe plötzlich richtig Durst. Ich hol mir ein Wasser. Oh, du lässt Luca da ganz allein? Was hätte ich sagen sollen? Bin gleich zurück. Ich muss einen Superschurken besiegen. Oder ich muss los, Luca. Ich bin nämlich Ladybug. Als Hüterin ist es noch wichtiger, dass ich meine Identität geheim halte. Tiki, verwandle mich! Erdbeer und Kirsche für die unentschlossene Lady. Pistazie und Pekanuss für den klarsehenden jungen Mann. Für welchen jungen Mann? Hallo, Marinette. Luca. Eigentlich sind Luca und ich nur... Freunde, wir sind Freunde. Man muss nicht unbedingt verliebt sein, um seine eigene Kugelmagie zu genießen. Schönen Tag, Wiedersehen, André. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Ich dachte, du wüsstest, welchen Beruf du ausüben wirst. Weiß ich. Ich leite hier einen Stand und erzähle den Leuten, wie es ist, Saiteninstrumente zu bauen. Wieso bist du hier? Bist du nicht dabei, eine berühmte Modedesignerin zu werden? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt so viele Bereiche, die mich in der Modewelt interessieren. Kreation, Dekoration. Du hast Glück, dass du schon genau weißt, was du machen willst. Ich höre einfach auf meine innere Stimme. Das ist meine erste selbstgebaute Gitarre. Hab 2 Jahre gebraucht. Wow. 2 ganze Jahre, um eine Gitarre zu bauen, wenn man sich in nur 2 Sekunden eine App aufs Handy laden kann? Weiterer sinnloser Beruf. Das muss ein Scherz sein. Kommt mit. Musikinstrumente füllen den Raum und der Raum füllt die Instrumente. Kein Telefon auf der Welt wird das jemals schaffen. Cut! Cut! Wieder? Oh. Wow. Du findest wirklich immer die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Adrien? Oh, jedenfalls meistens. Nein, Adrien ist hinter dir, Marinette. Ah, wie dicht ist er? Hat er mich schon gesehen? Du hast ihm immer noch nicht von deinen Gefühlen erzählt, oder? Naja, nein. Warte. Er sieht traurig aus. Ein Grund mehr dafür, dass wir mit ihm reden. Stimmt was nicht, Adrien?
Ich war bei jedem Stand der Pariser Berufsexpo. Und ich weiß dennoch nicht, was ich tun will. Wenn ich es nicht rausfinde, wird mein Vater wieder mal für mich entscheiden. Ich hatte schon das Gefühl, dass das Model nicht deine innere Musik ist. Ich dachte, es wäre einfach so, dass ich zufrieden wäre, das zu tun, was mein Vater sagt. So wie du, Luca, du bist Musiker, genau wie dein Vater. Oder wie du, Marinette, du wolltest schon immer Modedesignerin werden. Aber in Wirklichkeit ist es viel komplizierter. Ich will kein Rockstar sein wie mein Vater. Ich mache Musik, weil es einfach in meiner Natur liegt. Was ich will, ist, die Menschen dazu zu bringen, diese Musik zu fühlen. Deswegen möchte ich Saiteninstrumente bauen, damit andere damit Emotionen erschaffen können. Ich möchte immer neue Sachen ausprobieren. Aber die Sachen, die ich tun möchte, die ich vergesse zu tun und die ich tun muss, das ist viel. Ich bin durcheinander. Mein Vater plant alles für mich. Aber wenn ich mir überlege, was ich wirklich tun möchte, nichts. Mein Kopf ist komplett leer. Ich fühle mich vollkommen verloren. Es gibt nicht nur einen Weg, Marinette oder Adrien zu werden. Um rauszufinden, wer ihr seid, müsst ihr lernen, auf eure innere Melodie zu hören. Marinette, im Moment ist deine innere Musik wie eine Blaskapelle, in der jedes Instrument ein anderes Lied spielt. Kein Wunder, dass du durcheinander bist. Aber wenn man etwas genauer hinhört, ist die Musik deiner Band wirklich wunderschön. Du brauchst einfach Zeit, um sie zu verstehen. Deine Musik, Adrien, klingt, als würde sie von jemandem gedämpft, der ein trauriges Klavierstück spielt. Aber deine wahre Melodie ist eine fröhliche, sogar ziemlich Rock'n'Roll. Ihr beide findet vielleicht, was schon vor euch liegt, aber ihr hört es noch nicht deutlich. Lasst die Melodie einfach fließen. Ich möchte diesen Song Marinette widmen, einem Mädchen, das nicht da ist, so wie immer. Wegen vorhin. Da waren Mücken auf dem Boot. Ich wollte schnell Mückenspray holen, aber die Drogerie hatte geschlossen. Ich musste... Hör mal, der Klang des Wassers. Wenn man ganz genau hinhört, hört man genau hier unter der Brücke eine Melodie. Du weißt, ich kenne meinen Vater nicht. Und meine Mutter wird mir niemals sagen, wer er ist. Wenn ich es nicht mehr ertrage, suche ich hier Zuflucht und die Melodie des Wassers tröstet mich. Was ist mit dir, Marinette? Wohin gehst du, wenn du verschwindest? Ich werde es akzeptieren. Wenn du immer noch in Adria verliebt bist, verstehe ich das. Ich werde nicht eifersüchtig sein. Das ist es nicht, ganz und gar nicht. Was es auch ist. Ich möchte nur, dass es die Wahrheit ist. Die Wahrheit, Luca, ist das Einzige, was ich dir nicht sagen kann. Ist ein Verrat schlimmer als die Lügen derjenigen, die du liebst? Flieg los, mein kleiner Akuma! Flieg, mein hübscher Amok, und schreib den Song dieses gebrochenen Herzens um! Truth, ich bin Shadow Moth. Ich verleihe dir die Macht, Menschen dazu zu zwingen, dir ihre Geheimnisse zu erzählen. Die Wahrheit muss geteilt und nicht erzwungen werden, Shadow Moth. Shadow Moth? Nein, Luca, bitte widersteh ihm, es tut mir leid. Wieso solltest du widerstehen, wenn sie dir nicht vertraut? Marinette vertraut mir. Das tue ich, ja, natürlich. Wenn sie dir vertraut, würde sie dir die Wahrheit sagen. Nimm meine Macht an, dann wirst du alles erfahren. Als Gegenleistung musst du nur Ladybugs und Cat Noirs kleine Geheimnisse enthüllen. Lauf, Marinette! Danke, Luca. Dank dir waren unsere geheimen Identitäten sicher und niemand hat rausgefunden, wer Cat Noir und ich wirklich sind. Nicht mal du. Richtig? Nein, nicht mal ich. Wishmaker hat dich oder Cat Noir nie getroffen.
verwandle mich zurück. Luca, danke, dass du mich hier drin versteckt hast. Ach, ist doch klar, Marinette. Du kannst dich immer auf mich verlassen. Puh, euch beiden geht's gut. Uns allen geht's gut. Danke, Ladybug und Cat Noir.